Wir kommen zu Top 75 der Tagesordnung, die Aktuelle Stunde der Fraktion DIE LINKE. Gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne im öffentlichen Nahverkehr statt Dumpingkonkurrenz auf Kosten der Busfahrerinnen und Busfahrer. Als Erstes darf ich Frau Wissler, die Fraktionsvorsitzende der LINKEN, ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Fast zwei Wochen haben die Beschäftigten im privaten Busgewerbe gestreikt. Für höhere Löhne, für angemessene Pausenzeiten, für mehr Wertschätzung für ihren anspruchsvollen Beruf. Und es war eine schwere Zeit für viele Menschen, die auf Busse angewiesen sind. Und trotzdem hatten viele Fahrgäste Verständnis für die Streikenden. Ich freue mich, dass heute Betriebsräte der Busunternehmen, Busfahrerinnen und Busfahrer und der Verdi-Streikleiter auf der Besuchertribüne zu Gast sind. Und ich will herzlichen Glückwunsch sagen zu einem erfolgreichen Streik, zu der hohen Beteiligung. Das Schlichtungsergebnis sieht hohe und deutliche Lohnsteigerungen vor. Das haben die Busfahrer erkämpft, und das ist auch mehr als verdient, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn Busfahrer ist ein fordernder Beruf. Fahrgäste befördern, Auskünfte geben, Fahrkarten verkaufen, Arbeit im Schichtdienst am Wochenende und an Feiertagen. Und deshalb heute ein Dank an all die, die diesen Beruf in Hessen ausüben. Der Streik kam nicht aus dem Nichts. Er hat eine Vorgeschichte. Und genau hier liegt die Verantwortung des Landes und der Politik. Seit etwa 20 Jahren werden in Hessen im großen Stil Busverkehre an private Unternehmen ausgeschrieben. Viele Stadtwerke mit Busbetrieben und Unternehmen, die anständig bezahlten, konnten diesem Kostendruck durch die Ausschreibung nicht standhalten. Der Wettbewerb um den billigsten Preis fand auf dem Rücken der Beschäftigten statt. Kommunale Billigtöchter wurden gegründet, europäische Konzerne drängten in den Markt. Und von Ausschreibungsrunde zu Ausschreibungsrunde wurden die Angebote knapper kalkuliert, die Umläufe optimiert. Klingt gut, bedeutet aber z.B., Busse stehen kaum noch an den Endstationen, die Fahrer müssen ihre gesetzlichen Pausenzeiten irgendwo am Waldrand machen, ohne Toilette und unbezahlt. Das ist die Praxis in vielen Betrieben. Geteilte Schichten, wie es der Fahrplan gerade erfordert. Geld gibt es nur, wenn der Bus rollt. Und ich war während des Streiks in einigen Unternehmen, und einige Fahrer haben mir erzählt, wie ihr Alltag aussieht. Morgens eine Schicht, abends eine Schicht und dazwischen Taxi fahren, um irgendwie über die Runden zu kommen. Ja, viele Busfahrerinnen und Busfahrer in Hessen gehen nach Dienstende einem zweiten Job nach. Sie haben 14-Stunden-Tage und mehr. Und vielen Busfahrern droht trotzdem die Altersarmut, weil ihre Rentenansprüche so gering sind. Und ich finde, meine Damen und Herren, das sind unhaltbare Zustände. Und das ist auch sicherheitsrelevant. Und es wird der hohen Verantwortung nicht gerecht. Es geht um die Sicherheit der Fahrgäste, um die Sicherheit der Schulkinder. Wir brauchen gut qualifizierte, ausgeruhte und angemessen bezahlte Busfahrer. Und es ist doch kein Zufall, dass Busfahrer verzweifelt gesucht werden. Das liegt doch nicht am Fachkräftemangel. Nein, das liegt an den unattraktiven Bedingungen in Hessen. Bisher lag der Stundenlohn in Hessen bei 13,50 €. Zum Vergleich, in Baden-Württemberg sind es 16,60 €. Und dass die Abwärtsspirale in diesem Unterbietungswettbewerb mittlerweile ausgereizt ist, merkt man doch immer wieder, wenn in Hessen ein Anbieterwechsel stattfindet. Oft war das eine Katastrophe für die Fahrgäste. Vom Personal- und Fahrzeugmangel war in der Presse zu lesen, von Busfahrern, die ihren Weg nicht finden und Fahrgäste nach dem Weg fragen müssen, von Bussen, die morgens nicht mehr kommen, weil das Unternehmen plötzlich pleite ist, weil zu knapp kalkuliert wurde, um im Wettbewerb das billigste Angebot abgeben zu können. Und exemplarisch war doch das Chaos um die Verkehrsgesellschaft Mittelhessen, die von hessischen Mittelständlern gegründet, zwischenzeitlich von der niederländischen Staatsbahn aufgekauft, 2013 dann von einem Schweizer Finanzinvestor übernommen und bald darauf in die Pleite geschickt wurde. Alleine diese Vorgänge zeigen doch den Irrsinn in diesem Sektor und wohin diese verheerende Privatisierungslogik führt, meine Damen und Herren. Und noch einmal, das ist alles Folge. Diese Zustände sind Folge von politischen Entscheidungen. Warum etwa sind die Straßenbahnfahrer in Hessen selbstverständlich an den öffentlichen Dienst angelehnt, und für die Busfahrer soll das nicht gelten? Ich sage, Busfahrer müssten doch eigentlich städtische Beschäftigte sein, und zwar zu den Bedingungen des öffentlichen Dienstes.
Der Weg der Ausschreibung im ÖPNV hat nur Verschlechterungen gebracht. Er hat zu deutlichen Lohnsenkungen geführt. Er hat zu einem Massensterben mittelständischer Verkehrsunternehmen geführt bei wachsendem Einfluss internationaler Konzerne. Das ÖPNV-Angebot stagniert derweil. Die Fahrpreise befinden sich im bundesweiten Vergleich auf Spitzenniveau. Wir wollen die Verkehrswende, und dafür brauchen wir einen Qualitätsbusverkehr als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge in der öffentlichen Hand. Und wir freuen uns, ich komme zum Schluss, wir freuen uns mit den Busfahrerinnen und Busfahrern über ein Schlichtungsergebnis, das einige der krassesten Schäden lindert. Aber viele Missstände bleiben. Und langfristig werden die Arbeitsbedingungen nur dann sich grundlegend verbessern, wenn sich die politischen Rahmenbedingungen ändern, wenn der ÖPNV-Betrieb als öffentliche Aufgabe endlich wieder in der öffentlichen Hand liegt, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion darf ich Herrn Decker ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Normalerweise beginne ich meine Reden aus solchen Anlässen immer damit, dass sich der Landtag gewöhnlich nicht in laufende Tarifauseinandersetzungen einmischt. Aber heute sage ich, die Aktuelle Stunde kommt insofern etwas spät, weil die Tarifauseinandersetzung ist gelaufen, und sie ist gut gelaufen, meine Damen und Herren. Und auch ohne die Initiative heute hier. Und übrigens hatten wir auch einen sehr guten Schlichter. Das war der frühere RMV-Chef Volker Sparmann. Ich meine, er wäre Sozialdemokrat, meine Damen und Herren. Das ist ein gutes Ergebnis. Aber wenn ich schon hier vorne stehe, dann will ich wirklich sagen, es ist ein wirklich ausgesprochen gutes Tarifergebnis, was ich wirklich sehen lassen kann. Und in Bezug auf das, was vorher verdient worden ist, ein echter Quantensprung in Stufen von 13,50 € auf 17,40 €. Das sind 29%. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße euch auch ganz herzlich dort oben auf der Empore. Das ist wirklich ein echtes Tarif, und herzlichen Dank dafür. Es ist der Hartnäckigkeit in der Tat der Gewerkschaftsvertreter, aber auch der einzelnen Vertreter der Betriebe zu verdanken, dass das so gelungen ist, aber auch ein Stück weit der Einsichtigkeit der Arbeitgeberseite, weil sie auch erkannt haben, dass sie ein erhebliches Stück weit soziale Verantwortung zu tragen haben, meine Damen und Herren. Aber am meisten freut es uns für die über 4.000 Busfahrerinnen und Busfahrer in den privaten Omnibusbetrieben, dass ein solches Ergebnis zustande gekommen ist. Und wir freuen uns nicht nur, weil sie künftig etwas mehr Geld im Portemonnaie haben werden. Wir freuen uns vor allen Dingen auch deswegen, weil mit dem Tarifabschluss endlich einmal ihre stressige Arbeitsleistung und verantwortungsvolle Tätigkeit an der Stelle belohnt wird. Und ich glaube, das ist ein Signal an diesem Hause, was wir auch ausgehen lassen sollten. Und das ist auch gut so, meine Damen und Herren. Es gibt daneben noch weitere Verbesserungen, die auch im Tarifabschluss drinstecken werden. Das sind zum einen die fahrplanbedingten Pausen, die reduziert werden sollen. Und es soll eine betriebliche Altersvorsorge geben. Und die Verwaltungsbeschäftigten und auch die Beschäftigten in den Werkstätten und die Auszubildenden sollen besser vergütet werden. Und es gibt in der Tat auch einen Vorteil für die Bürgerinnen und Bürger, denn sie müssen zumindest in dieser Branche voraussichtlich bis 2024 mit keinem Streik mehr rechnen. Also haben alle was von diesem wunderbaren Tarifabschluss. Der Kollege da oben nickt so ein bisschen mit dem Kopf. Wir werden sehen, aber es könnte sein, dass es so eintrifft. Also auch eine gute Botschaft. Nein, meine Damen und Herren, ich denke, das, was dort abgeschlossen worden ist, sollte nicht nur, sondern muss eine Signalwirkung auch in andere Branchen haben, die noch prekäre Lohnbeschäftigung haben. Ja, und liebe Kolleginnen und Kollegen von den LINKEN, ich will Ihnen aber an der Stelle auch durchaus recht geben. Da, wo die öffentliche Hand mit im Spiel ist, muss es auch um eine ordentliche Entlohnung und Arbeitsbedingungen gehen. Und völlig klar, die öffentliche Hand muss da mit gutem Beispiel vorangehen, meine Damen und Herren. Und weil wir das erkannt haben, haben wir auch bereits im November das zu einem der Leitthemen unseres Landesparteitages gemacht. Und unsere Landes- und Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser hat da die Richtung vorgegeben. Und die Richtung lautet für uns, wir wollen, dass Hessen das Land der fairen Entlohnung wird, meine Damen und Herren. Und da müssen wir in einem ersten Schritt natürlich einmal bei den unmittelbar Beschäftigten des Landes beginnen. Und deswegen wollen wir, dass zukünftig aus der Landesbeschäftigung heraus keiner mehr mit weniger als 13 € die Stunde nach Hause gehen muss, meine Damen und Herren. Und ich darf Ihnen an dieser Stelle
auch ankündigen, dass wir dazu einen Haushaltsantrag einbringen werden, übrigens auch einen Haushaltsantrag zur Stärkung der Nahverkehrsverbünde, nämlich auch genau aus den Gründen, damit die ordentlich tarifieren können. Und es ist auch die kommunale Seite angesprochen worden. Es gibt übrigens auch gute Beispiele aus dem kommunalen Bereich. Auf Initiative des Kasseler Oberbürgermeisters hat der Aufsichtsrat den Vorstand der KVG ermächtigt, im kommenden Jahr die Kasseler Verkehrsgesellschaft Nordhessen, KVN genannt, aufzulösen und die Belegschaft direkt wieder bei der KVG zu beschäftigen. Das, meine Damen und Herren, hat nicht zuletzt tarifliche Vorteile für die rund 300 Beschäftigten. Auch dort gibt es also auch gute Beispiele. Ich will zum Schluss kommen, Frau Präsidentin, und noch einmal das Tarifergebnis ausdrücklich loben. Es findet nicht nur unsere Zustimmung, es findet unsere Unterstützung. Und unser Kampf muss auch weitergehen für bessere Tarifverträge, nicht nur innerhalb da, wo die öffentliche Hand tätig ist, sondern natürlich auch in allen Branchen der Privatwirtschaft. Und dazu werden wir dann im Setzpunkt, der anschließend kommt, die Kollegin Gnadl einiges sagen. Ich bedanke mich zum Schluss bei den Kolleginnen und Kollegen von der Linken. Nichts für ungut. Ihr habt mir heute noch einmal ein kleines vorweihnachtliches Redegeschenk gemacht. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und darf einen letzten Satz ergänzen zur Sportberichterstattung unseres hochverehrten Vizepräsidenten von heute Morgen. Auch die Borussia Dortmund hat den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Und der KSV Hessen Kassel eilt von Sieg zu Sieg. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Decker, danke für diese Vervollständigung der Sportberichte. Als nächstes darf ich Herrn Gagel von der AfD nach vorne bitten. Frau Präsidentin, werte Kollegen! Deutschland ist noch die viertgrößte Industrienation der Welt, und die Arbeitsbedingungen in unserem Land zählen ohne Zweifel zu den gerechtesten, fairsten und sichersten in allen Industrienationen. Das System der sozialen Marktwirtschaft hat 70 Jahre den wirtschaftlichen Aufstieg Deutschlands gesichert. Dass die Tarifautonomie von Arbeitgebern und Arbeitnehmern funktioniert, also auch von öffentlichen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, zeigt die gestrige Einigung nach 8 Tagen Schlichtung zwischen dem Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer und der Gewerkschaft Verdi. Der Schlichtung war ein 2 Wochen andauernder Streik der Busfahrer vorausgegangen, der am 2. Dezember beendet worden war. Das Ergebnis der Schlichtung lässt sich sehen. Der Stundenlohn der Busfahrer wird bis 2024 in 4 Stufen von heute 13,50 € auf 17,40 € um 29% steigen. Dieses Jahr gibt es noch einmal eine Einmalzahlung von 950 €. Die Verwaltungs- und Werkstattangestellten erhalten eine Gehaltserhöhung von 2,9%. Sie hinterfragen gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne, Dumpingkonkurrenz. Sie sehen, es hat in dem Fall ja geklappt. Welchen Sinn und Zweck sollte also das Ansinnen der Fraktion DIE LINKE erfüllen? Es enthält wohl die Aufforderung, dass der Hessische Landtag in seiner Aktuellen Stunde in die Tarifautonomie eingreife und, wie der Titel suggeriert, über gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne im ÖPNV debattiere, als gäbe es diese weit und breit nicht. Doch, die gibt es, wenngleich sicherlich einige Mängel, die hier heute auch schon genannt wurden, sicherlich zu sehen sind. Und wenngleich man sicherlich sagen muss, dass die Busfahrer eine hohe Verantwortung durch ihre Tätigkeit ausüben, denn sie transportieren Personen, sie transportieren Kinder, sie schlichten eventuell Streit. Und insofern ist es ein Ergebnis, welches wir von der AfD-Fraktion grundsätzlich als Signal begrüßen, denn Personen, die verantwortungsvolle Tätigkeiten in unserer Gesellschaft ausführen, im ÖPNV in dem Fall, sollen auch einen fairen Lohn für eine gute Arbeit erhalten. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, wenn wir wieder über faire Löhne sprechen und über das Robin-Hood-Verhalten der LINKEN, die natürlich immer hingeht und sagt, ja, da müssen wir ja mal was machen. Sie sind doch die Ersten, die den Arbeitnehmern, die jeden Morgen aufstehen und die jeden Morgen ihre Arbeit verrichten, mit dem Auto zur Arbeit fahren. Sie sind doch die Ersten, die ihnen das Geld wegnehmen wollen über Steuern und Abgaben. Letztendlich ist doch ihr Ansinnen,
Sie wollen den Leuten das Geld erst wegnehmen, um es ihnen dann wieder dazugeben und sich feiern lassen können als Robin Hood der kleinen Leute. Aber genau das machen Sie nicht. Und an der Stelle können wir hier die Aktuelle Stunde der Linkspartei doch einmal mehr nur wieder sehen. Es ist eine linkspopulistische Aktuelle Stunde, die hier abgehalten wurde. Sie instrumentalisieren Tarifverhandlungen und stellen sich auf die Seite der Beschäftigten. Das ist aber Pseudo, das ist Pseudo, was Sie machen. Und ich hoffe, die Busfahrer, die Gewerkschaft haben das durch. Die haben das durchschaut. Ach, gucken Sie doch einfach mal, wie es in der DDR früher war. Da waren die, ja, waren die, ja, das war, ist doch Ihre Partei. Das ist doch Ihre Partei. Sie sind doch die SED-Nachfolgepartei. Sie haben doch die Gewerkschaften gleichgeschaltet und die mussten machen, was der Staat gesagt hat. Ja, tun Sie doch nicht so, als wie seien Sie wirklich auf der Seite des kleinen Mannes. Sie sind die Leute, die den kleinen Mann am meisten betrügen. Hier auf der linken Seite. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat nun Frau Bächle-Scholz das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, werte Besucher von Verdi, es freut mich, dass Sie heute da sind und Ihr Interesse an dem Thema zeigen. Zu dem Kollegen vorab wollte ich eigentlich nichts sagen. Es macht mich sprachlos, wenn Sie von Instrumentalisierung reden. Sie instrumentalisieren selbst. Man kann nur sagen, wir treten ein für gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne, diese stehen jedem zu, unabhängig davon, welchen Beruf er oder sie haben. Krankenschwestern oder Pfleger, Kindergärtner oder Kindergärtnerinnen haben für mich den gleichen Anspruch wie Busfahrer und Busfahrerinnen. Und natürlich sehe ich dabei aber auch die Bedeutung dieser Berufsgruppe für die Zukunft, wenn wir verstärkt den öffentlichen Nahverkehr nutzen wollen. Ich sehe dabei auch den Stress und die steigenden Anforderungen, die an die Busfahrerinnen und Busfahrer gestellt werden. Und ich sehe auch die Arbeitszeiten im Schichtbetrieb und an den Feiertagen. Vielen Dank für Ihre Arbeit, und das muss ausreichend entlohnt werden. Mir ist aber wichtig, dass nicht eine einzelne Berufsgruppe vor unfairer Behandlung geschützt wird, sondern dass alle Arbeitnehmer den Schutz erhalten, den sie brauchen. Dafür gibt es entsprechende grundlegende Regelungen auf bundesgesetzlicher Ebene. Und wenn Herr Deckert es heute nicht ansprechen wollte, ich werde es machen. Die Bedingungen im Einzelnen werden dann von den Tarifpartnern ausgehandelt. Es ist die Aufgabe von Gewerkschaften und Arbeitgebern, faire Arbeitsbedingungen zu verhandeln. In diesem Zusammenhang haben wir schon des Öfteren über den Begriff der Tarifautonomie uns unterhalten. Aber durch diese Tarifautonomie ist der Bereich der Aushandlung der Tarife weitgehend dem Zugriff der Politik entzogen. Die Tarife werden also von den Tarifparteien vereinbart, die sicherlich wesentlich näher an dem Verhandlungsgegenstand dran sind als wir Parlamentarier. Und ich erspare es mir, in diesem Zusammenhang vertieft auf das Modell der Subsidiarität einzugehen. Mir fällt allerdings auf, dass in den letzten Monaten verstärkt Anträge, Anfragen und Diskussionswünsche von Ihrer Seite eingebracht werden, die sich immer in die Verhandlungen der Tarifparteien einmischen. Da kommt bei mir die Frage auf, mit welchem Hintergrund geschieht dies? Wollen Sie die Tarifautonomie abschaffen und die Tariffindung in die Parlamente verlagern? Halten Sie die Gewerkschaft für nicht fähig, ihre ureigenste Aufgabe, nämlich die Tariffindung mit den Arbeitgebern, wahrzunehmen? Halten Sie es für notwendig, dass wir als Parlament die Gewerkschaften an die Hand nehmen? Oder wollen Sie
Ich bitte darum, der Rednerin ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Dann würde er vielleicht auch mal was verstehen. Wollen Sie als Parlamentarier die Aufgaben der Gewerkschaften übernehmen? Ich sage ganz klar, wir und auch die CDU sind überzeugt von der Leistungsfähigkeit unserer Gewerkschaften. Das hat gerade die Gewerkschaft im Bereich des Nahverkehrs gezeigt. Nach 2 Wochen Streik haben sie einen sehr anerkennenswerten Tarifabschluss erreicht. Es ist ein gutes Ergebnis, mit dem Ihre Arbeit auch wertgeschätzt wird. Sie haben sich auf ein höheres Gehalt geschätzt, und der Tarifvertrag, es wurde auch gesagt, gilt bis 2024. Jetzt muss noch die Gewerkschaft Verdi zustimmen, und ich gehe mal davon aus, dies wird gelungen. Aber ich fasse zusammen, ich bin davon überzeugt, dass die Gewerkschaften sehr wohl und auch ohne unsere Einleitung oder Stellungnahme durch den Hessischen Landtag ihre Aufgaben wahrnehmen können. Ich schlage vor, lassen Sie die Sozialpartner ungestört durch unsere Einmischung ihre Aufgabe machen. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat nun Herr Dr. Naas das Wort. Ich glaube, es wird nicht so schlimm. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! DIE LINKE hat ja versucht, einen Evergreen aufzulegen. Sie haben ja 2017 schon einmal eine Aktuelle Stunde beantragt anlässlich eines Streiks der Busfahrer. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind diesmal zu spät gekommen, weil Sie sind von der Wirklichkeit der Tarifautonomie überholt worden, und das ist gut so. Sie haben ja 2017 noch für 13,50 € die Stunde mit Verdi gekämpft. Das war natürlich nie genug, aber 13,50 waren ja damals, standen ja damals in Rede. Und ich kann Ihnen sagen, auch da hat sie die Wirklichkeit überholt. Denn jetzt, in der jetzigen Entscheidung, in dem jetzt hier gefundenen Kompromiss, geht es um 17,40 € die Stunde. 26% mehr. Und dann sage ich, ja, unsere Tarifautonomie funktioniert. Es sind aber nicht nur 17,40 €, es ist auch eine Einmalzahlung von 950 €. Es ist in der ersten Stufe sind es schon 15 €. Es ist eine bessere Altersvorsorge. Lieber Kollege Schaus, ich sage Ihnen eines ganz deutlich. Wir waren beide Arbeitnehmervertreter in unterschiedlicher Position. Aber ich will Ihnen eines sagen. Mir ist die Tarifautonomie wichtig. Und ich glaube, dass Busfahrer auch noch mehr verdient haben. Keine Frage. Aber das müssen wir starken Gewerkschaften und starken Arbeitgeberverbänden überlassen, das auszuhandeln und nicht dem Staat. Und das Schöne ist ja, dass das auch funktioniert. Und wenn es noch weniger Busfahrer gibt und einen noch höheren Bedarf, wie wir das sehen, dann werden die Preise noch weiter steigen. So ist das bei Angebot und Nachfrage. Und das ist gut und richtig. Und es ist auch gut und richtig, dass schwarze Schafe aus dem Verkehr gezogen werden. Und es ist auch gut und richtig, dass die Linienbündel so gestaltet werden, dass regionale Anbieter mitmachen können und dass nicht nur die Großen bieten können. Das finden wir auch. Aber am Ende ersetzt kein Staat gute, starke Tarifpartner. Und die haben wir hier. Ja, ich weiß, was Sie wollen. Sie wollen kostenlosen ÖPNV mit staatlich festgesetzten Löhnen. Am Ende muss das aber jemand bezahlen. Und das ist das Problem. Und Sie, ja, es ist klar. Und Sie wollen das auf andere Berufsgruppen natürlich noch ausdehnen. Am Ende, wir werden ja heute auch noch über das Thema Hartz IV sprechen. Am Ende sind wir dann alle Staatsbeamte. Ich weiß nicht, ob das Ihr Ziel ist. Mein Ziel ist es nicht. Ich glaube, dass wir Wettbewerb brauchen und dass wir zu wenig Wettbewerb in manchen Bereichen haben. Denn am Ende brauchen wir Wettbewerb, um eine hohe Steuerkraft in unserem Land zu erzielen, weil wir wettbewerbsfähig sein müssen, um überhaupt Steuern zu erwirtschaften. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir freuen uns, dass ein wirklich guter
Tarifvertrag gelungen ist. Verdi muss jetzt noch zustimmen. Ich hoffe, dass das gelingt. Und ich glaube auch, dass das angemessene Preise sind am Ende, dass das auch angemessene Preise sind bei einem wirklich verantwortungsvollen Job. Denn ich möchte nicht mit 50 Schülern im Bus fahren. Da muss man gute Nerven haben. Sehr gute Nerven haben heute. Es wird auch nicht besser. Ich glaube, dass es schwieriger wird, dass der Beruf anspruchsvoller wird. Und ich glaube, dass die Preise weiter steigen werden. Und deswegen auch mein Appell an die Kollegen, kämpfen Sie weiter. Ich möchte, dass Sie weiter gute Interessenpolitik machen für uns alle. Und dann haben wir auch vernünftige Ergebnisse und vernünftige Tarifabschlüsse im Sinne der Tarifautonomie beider Parteien. Vielen Dank. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN darf ich nun Frau Müller nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Vielen Dank an DIE LINKE, dass sie wie vor zwei Jahren heute den Antrag eingebracht hat, damit wir alle unsere Wertschätzung für die Busfahrerinnen und Busfahrer ausdrücken können. Auf Sie ist Verlass. Die Ersten ja sind, die angesprochen werden von Fahrgästen, wenn irgendwas schiefläuft, ob sie daran beteiligt sind oder nicht und auch einiges aushalten müssen. Dafür an dieser Stelle herzlichen Dank. Das Tarifergebnis wurde ja hier im Einzelnen schon erläutert. Ich glaube, auch das Ergebnis zeigt, dass die Wertschätzung, eine gesellschaftliche Anerkennung für diese Arbeit auch von Seiten der Tarifparteien ausgedrückt wird und natürlich auch von dem Mobilitätsbeauftragten des Landes. Ich habe heute das erste Mal gehört, dass er von der SPD ist. Wunderte mich nur ein bisschen, weil als es vorhin um den Bürgerbeauftragten ging, war die Angst groß, dass das ein Versorgungsposten sein soll. Dass Sie das jetzt so hervorheben, lieber Kollege Decker, hat mich ein bisschen gewundert. Und zum zweiten Teil, aber auch da waren wir beim letzten Mal nicht einig, Dumpingkonkurrenz kann in Hessen nicht stattfinden, weil wir extra im Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz mindestens den LHO-Tarif als Grundlage haben. Und da sind die Tarifparteien ja jetzt auch zu einem guten Abschluss gekommen. Und auch in Baden-Württemberg, was Sie ja als Vorzeigeland angeführt haben und die höhere Löhne haben, sei allen gegönnt, finde ich auch gut. Aber auch die müssen die EU-Richtlinie 1370 anwenden. Und selbst wenn es kommunale Unternehmen sind oder alle anderen, dann muss man darlegen, dass es auch wirtschaftlich ist und konkurrenzfähig ist. Dann muss ich sagen, dann haben da die Gewerkschaften einfach besser verhandelt. So, wir haben als Land ja auch alles dafür getan, dass auch die Seite der Unternehmen berücksichtigt werden. Denn bei den mittelständischen Unternehmen, die Sie ja auch fördern wollen, gleichzeitig aber auch direkt bei den Kommunen anstellen wollen, das können Sie mir vielleicht auch noch einmal erklären, wie das dann funktioniert. Auf jeden Fall müssen die Unternehmen ja auch kalkulieren, und die kalkulieren auf die Zeit der Ausschreibungen hin und haben meistens nur eine Tarifsteigerung von 2 bis 3 % kalkuliert. Deswegen haben wir ja den Hessen-Index verabredet, und deswegen kam ja auch der Mobilitätsbeauftragte mit ins Spiel. Deswegen, das Land tut schon alles, um faire Löhne hier in Hessen zu gewährleisten. Auf einen Punkt des Tarifabschlusses möchte ich aber noch einmal eingehen, weil der so ein bisschen untergegangen ist, nämlich das Thema betriebliche Altersversorgung. Da ist Hessen Vorreiter, das gibt es in keinem anderen Bundesland. Und wenn das Schule machen würde in allen anderen Bundesländern, dann wäre Hessen mal wieder vorn und ein gutes Beispiel auch für alle anderen Bundesländer. Ja, ja, also. Ich lobe doch die Gewerkschaft, wo es geht. Ich wundere mich aber so ein bisschen, dass die Gewerkschaftsparteien SPD und LINKE alles an das Land abgeben wollen. Wahrscheinlich haben wir nicht mehr genügend Mitglieder bei der Gewerkschaft. Doch, der Kollege Decker hat doch vom Parteitag berichtet, dass das Land allen Beschäftigten, die irgendwas mit dem Land zu tun haben, mindestens 13 Euro zahlen soll. Ja, ja, aber ich meine, Mindestlohn, ach, der Mindestlohn waren wir bei 12 Euro. Das macht auch nicht das dann. Ja, gut, alles klar. Von allen ein bisschen mehr bezahlen ist vollkommen egal, wer das denn tut. So, eigentlich ist natürlich von allen schon alles gesagt worden, und ich möchte die 5 Minuten nicht ausschöpfen und wünsche den Busfahrerinnen und Busfahrern und natürlich auch den Fahrgästen allzeit gute Fahrt. Für die Landesregierung hat nun Herr Staatsminister Tarek Al-Wazir das Wort.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ein paar Feststellungen. Erstens. Es herrscht Tarifautonomie, und das ist auch gut so. Tarifverträge werden zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern abgeschlossen. Wir haben ja diese Woche gesehen, dass das auch teilweise mit Arbeitskampfmaßnahmen am Ende in einer Schlichtung zu einem Ergebnis führt. Ich gehe einmal davon aus, dass die Verdi-Mitglieder an dieser Stelle diesem Schlichtungsergebnis auch zustimmen werden. Alles andere würde mich wundern. Das darf ich vielleicht einmal an dieser Stelle sagen. Zweitens. Die Landesregierung stärkt die Tarifautonomie. Wir stärken sie, weil wir seit der letzten Legislaturperiode im Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz vorgeschrieben haben, dass Vergaben im öffentlichen Personennahverkehr nur dann erfolgen können, wenn Tarif bezahlt wird. Das heißt natürlich an dieser Stelle, dass das am Ende die Macht derjenigen, die solche Tarife verhandeln, stärkt, weil man an dieser Stelle quasi nicht mehr raus kann. Insofern sehen wir an diesem Punkt, dass das gut funktioniert. Deswegen, liebe Kollegin Wissler, ist auch der Vorwurf mit dem Dumpinglöhnen einfach falsch, weil, wie gesagt, es muss Tarif bezahlt werden. Und wie dieser Tarif dann aussieht, das wiederum ist Sache der Tarifvertragsparteien. Drittens. Auf Grundlage dieser sehr klaren Spielregeln bin ich allerdings ausdrücklich dafür, Sie nicht, ich bin ausdrücklich dafür, dass es auf Grundlage dieser klaren Spielregeln und der Verpflichtung zur Tarifgebundenheit dann auch weiterhin Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Anbietern gibt. Da bin ich ausdrücklich dafür. Ich glaube, wenn man so ein bisschen zurückschaut über die letzten 20 Jahre, dann ist das durchaus so, dass sich das bewährt hat. Natürlich muss man an manchen Punkten, wenn auf einmal Private auftauchen, dafür sorgen, dass die dann auch, siehe Tariftreuegesetz, dass die dann auch in eine solche Situation hineinkommen. Aber wenn Sie sich insgesamt anschauen, deswegen war auch das, was Sie gesagt haben, falsch, dass es keine Leistungssteigerungen mehr gibt. Die gefahrenen Kilometer steigen weiterhin an. Ich kann Ihnen einmal sagen, die Buslinie 101 der Offenbacher Verkehrsbetriebe, die bei mir vorbeifährt, die hat seit einem Jahr keinen 10-Minuten-, sondern einen 7,5-Minuten-Takt mit entsprechender Auswirkung auf Fahrerinnen und Fahrer, mit entsprechenden Auswirkungen auch natürlich auf Personalbedarf. Aber diese Leistungssteigerung insgesamt findet weiter statt. Denken Sie an die X-Busse im RMV, jetzt auch im NVV. Denken Sie an die Regionalbuslinien des NVV, die in den nächsten zwei Jahren überall im Stundentakt fahren sollen. Das ist überall eine Ausweitung der Leistung. Und dafür brauchen wir auch entsprechendes Personal. Und damit wir das finden, muss das auch ordentlich bezahlt werden, auch schon aus Eigeninteresse, nicht nur aus Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch schon aus Eigeninteresse muss an dieser Stelle eine ordentliche Bezahlung her, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der letzte Punkt, den Sie gesagt haben, ist mir auch noch wichtig. Fahrpreise auf Rekordniveau stimmt auch nicht. Nein, Frau Wissler. Der RMV ist inzwischen der einzige Verkehrsverbund in Deutschland, wo die Tageskarte immer etwas weniger kostet als zwei Einzelfahrscheine. Nein, Frau Wissler, wir haben ab 01.01.2020 das Seniorenticket. Wenn ich Seniorenticket, Schülerticket, Semesterticket, Landesticket zusammenzähle und die ganzen Jobtickets, dann haben wir inzwischen ungefähr die Hälfte der hessischen Bevölkerung, die für 1 € am Tag unterwegs sein kann. Es ist einfach falsch, was Sie sagen. Einfach falsch. Jetzt zu den Ergebnissen der Tarifverhandlungen. Im Ergebnis der aktuellen Tarifverhandlungen steigt der Lohn bis 2024 in 4 Stufen um insgesamt 29% auf 17,40 €. Verwaltungs- und Werkstattangestellten sollen in 4 Schritten jeweils Gehaltserhöhungen von 2,9% erhalten. Es soll weitere Verbesserungen geben. Unbezahlte fahrplanbedingte Pausen sollen reduziert werden. Und ganz wichtig, danke der Kollegin Müller, dass sie es erwähnt hat, dass auch die betriebliche Altersversorgung an dieser Stelle erwähnt worden ist. Das ist aus meiner Sicht ein Abschluss, der sich sehen lassen kann aus Sicht der Gewerkschaften. Ich will an dieser Stelle sagen, dass auch so eine lange Laufzeit erreicht worden ist, ist am Ende für die Sicherheit und die Planungssicherheit sowohl der Betriebe als auch sozusagen für die Bürgerinnen und Bürger, weil
Also weitere Streiks vor 2024 sind dann an dieser Stelle nicht zu erwarten. Das ist, glaube ich, ein Ergebnis, das für alle gut ist. Und das zeigt übrigens auch, dass die Rahmenbedingungen in Hessen stimmen. Und jetzt noch ein Punkt, der wichtig ist, weil natürlich ist für Planung und Organisationen des ÖPNV in Hessen sind die Landkreise, die kreisfreien Städte, die Sonderstatusstädte zuständig. Wir geben in diese Verbünde hinein Mittel von 800 Millionen € pro Jahr, über 20% mehr als in der vergangenen Finanzierungsperiode. Damit ist die finanzielle Ausstattung auf einem Rekordniveau. Und mit dieser Mittelausstattung können die Verbünde dann auch entsprechende Leistungen anbieten. Und ich will an dieser Stelle aber noch einmal sagen, natürlich ist dieses Schlichtungsergebnis auch richtig teuer. Das ist richtig teuer. Das wird am Ende in der vollen Jahreswirkung im Jahr 2024. Herr Minister, die von den Fraktionen vereinbarte Redezeit ist abgelaufen. Darauf möchte ich Sie hinweisen. Ich komme gleich zum Schluss, sehr verehrte Frau Präsidentin. Das wird am Ende in der vollen Jahreswirkung 2024 ungefähr 60 Millionen € mehr pro Jahr kosten. Und das muss auch irgendjemand bezahlen. Ja, das, ja, ich sage das nur noch einmal, das muss auch irgendjemand bezahlen. Das heißt, wir müssen dann am Ende in den lokalen Nahverkehrsorganisationen bei der Frage, wofür die Verbünde Geld ausgeben, dann ist das am Ende auch etwas, was getragen werden muss. Ich finde, es ist richtig, aber ich will es nicht verschweigen. Ich will es nicht verschweigen, weil am Ende des Tages muss das irgendjemand bezahlen. Und das muss, am Ende müssen das die kommunalen Haushalte sein, beziehungsweise wir werden bei der Verbundfinanzierung dann natürlich auch verhandeln. Lassen Sie eine Zwischenfrage von dem Herrn Wilken. Schluss kommen. Und deswegen an dieser Stelle, ich finde das richtig, weil es dazu beiträgt, dass wir auch eine Attraktivitätssteigerung des Berufsbildes Busfahrer und Busfahrerinnen bekommen, die wir dringend brauchen. Und ein letzter Punkt, der mir ganz wichtig ist. Mir ist eines aufgefallen in den letzten Wochen, dass ich nämlich verdammt selten auf diesen Streik angesprochen wurde. Ich persönlich war, sozusagen, da ich zwei Kinder habe, die jeden Tag den Bus benutzen, sozusagen wusste ich, was da los ist und was Eltern in Anführungszeichen an dieser Stelle auch hinbekommen müssen. Aber mir ist aufgefallen, dass ich im politischen Raum verdammt selten angesprochen wurde. Und wenn eine Spur auf der Salzbachtalbrücke fehlt, dann ist das anders. Ich glaube, dass wir insgesamt uns mal Gedanken machen müssen, inwieweit wir auch wahrnehmen, dass für das Funktionieren des Gesamtsystems auch unseres Staates ein leistungsfähiger öffentlicher Personennahverkehr für Mobilität unverzichtbar ist und dass wir dann dementsprechend uns auch dafür einsetzen müssen. Da scheint hier Einigkeit zu herrschen. Dafür bin ich dankbar. Und jetzt allzeit gute und unfallfreie Fahrt. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, damit ist Top 75 die Aktuelle Stunde abgehalten.